Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Hof 22. So, komm, fahr los. Manche brauchen die Zeit zum Anfang, das sagen wir. So, da vorne stehen wir in Fleischerei, da kommen wir gleich zu. Ich habe da noch einen Mod runtergeladen. Überall abladen. Das heißt, ich kann egal auf der Map abladen, aufnehmen, auch auf dem Festplatz, die mir nicht gehören. Das probiere ich jetzt mal aus mit meinem Maisschrot und Durchversiegelung. Da habe ich ja schon wieder Maisschrot reingeschmissen, also ich muss jetzt noch glatt fahren, verdichten, damit das damit ich das wieder zumachen kann und dann wieder CCM machen. Da sind zwar schon zwei Hänger voll verkauft davon. Geht gut Geld. Na, was los willst du nicht? Sonst machst du das doch. Jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier funktioniert. Das jetzt da aufnehme, wo spritzt er das hin? Er nimmt es nicht auf. Doch, er nimmt es auf. So, wo immer der das hinschießt. Ich habe keine Ahnung. Ist dann einfach weg oder wo ist das? Er haut es einfach weg. Moment, dann. Da muss mein Hänger dahin, glaube ich. Ich weiß nicht, wo der das hinschießen. Hätte auch Schaufel nehmen können, vielleicht einfacher gewesen. Aber ist ja auch ein Test, ob dieser Mod überhaupt funktioniert. Aber er nimmt irgendwas auf. So, ich fahre schon wieder, als ob ich getrunken hätte, aber es ist nicht so. So, dann stellen wir uns hier hin. Jetzt macht es okay. Motor starten. Das weniger überhaupt. Und auch jetzt passiert was. Ich glaube, der ist vorher zwar irgendwo hingepackt, aber es ist immer wieder da, wo es gewesen ist. Das heißt, hat vorher nichts passiert. Ohne Hänger. Da komme ich nicht dran vorbei. Kommen die Reste auch noch weg. Das sauber kriegen. Also das funktioniert schon mal nicht schlecht. Ich hoffe nicht, dass der Mod irgendwie Probleme macht mit anderen Sachen. Also für mich ist einfach nur wichtig, dass ich diese Hände wegkriege, dass das sauber aussieht. So. Also nicht mal da stehen. Gut. Wir können
kannst eigentlich mit dem Silo abladen, das bisschen, damit ich den Hänger wieder frei habe. Und dann werde ich das mit dem Traktor verdichten, dass ich den zumachen kann. Ich habe dieses Mal gar nicht so viel. So viel Maisschrot. Es war nicht so viel Mission, ich hatte auch kein eigenes Feld diesmal. Da raus oder fahre ich mich fest? So, dann lassen wir den mal parken. Und du verdichtest jetzt mal eben das Durchfahrsilo. Gut, ich könnte mir jetzt eine Walze kaufen, um mehr Gewicht zu haben, aber dafür mache ich zu wenig. Ich mache meine Silage in Ballen, das wird viel einfacher. Ich könnte es auch im Durchfahrsilo machen, einfach Gras rein. Zudecken, sedieren lassen, aber der Ballenlager kann Ballen machen. So, jetzt schon bei 70. Sieht ja schon gut aus. Ja, da sind schon ein bisschen Stücke rausgerutscht, aber egal. Wir nähern uns der 100. Da sind wir auf 100. So, mit R einmal. Ja, der hängt ein bisschen raus, aber ist nicht so schlimm. Einmal mit R zugemacht. Dann stellen wir dich hier mal ab. Warum passt der nicht in sein... Hä? Wieso steht der im Falschen? Warum packst du im Falschen Platz hier? Da steht doch eindeutig blau. Wieso fährst du in gelb? Hä? Das ist eindeutig falsch.
Du musst da rein. Na, wir schauen vorne noch nicht ganz. Da bist du richtig. So, dann begeben wir uns zur Fleischerei und schauen. Ah, ich könnte vorher noch zu den Rindern gehen. Ich muss wieder auffüllen. 30 Rinder raus bis 30 Rinder rein. Sorry, das ist mein Glas. So, was haben wir denn? Gibt's nix? Wieso kriege ich den nicht? Der Träger ist nicht richtig angebracht. Ich bin weit entfernt davon. Das kann sich sein. Es sind 30 weniger. Gut. Nehmen wir wieder. Nee. 15 Angus und 15 Limousine. Und dann habe ich wieder 100. Okay. Nächster Platz ist drüben in der Fleischerei. Habe ich ja die Rinde abgegeben. Und da sollte natürlich jetzt ein bisschen schon was hergestellt worden sein. So sieht es von hinten aus. Ich habe schon ein bisschen, hey, ein bisschen asphaltiert. Feld neu angelegt. Ist auch schon wieder angesäbelt. Sonnenblumen. Hier wird die Zufahrt. Die Anlieferung von den Rindern. Hier vorne ist der Shop. So ein bisschen Pflanzen davor. Ja. Ein Imbestand. Und für drinnen habe ich mir einen Opa gekauft. Ein Palettenheber. Alles andere fand ich dann doch reichlich eng hier drin, habe ich den Kleinen hier gesehen. So, das schon, wie es aussieht. Also hier, da ist nichts drin und hier wird angezeigt, ist es immer noch genug drin. Er hat aber schon Sticks da und er hat alles Mögliche da. Dann können wir doch mal gucken, was ausleihen können. Wo ist jetzt? Wie jetzt falsch? Da oben. Da muss ich hin und da passiert noch gar nichts, weil ich jetzt hier nur das Rindfleisch habe. Ich habe rohes Steak. Hackfleisch und Hundefutter, das wird alles verbraucht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir ändern können hier. Auslagern. Öffnungszeiten Uhr, das ist schön. Ja, was denn noch? Thank you.
Ist natürlich nicht so gut, wie soll ich mir fragen. Es ist 14 Uhr, warum kann der nicht aufmachen? Wann ist geöffnet? Wo ist die Öffnungszeit? Das ist natürlich dumm. Wir vorne Öffnungszeiten dran stehen. Jetzt wollte ich euch das zeigen, wie das hier funktioniert. Beziehungsweise ich habe es selber auch nie gemacht. So, der Laden ist auf, aber Schlachthaus ist zu. Jetzt ein bisschen dran stimmt, wie die Öffnungszeiten sind. So, Fehler gefunden. Wir müssen hier auf direkt auslagern, macht da Probleme. Ich weiß nicht, warum, egal zu welcher Uhrzeit. Jetzt habe ich Ausgangsmodus ändern, direkt auslagern, wenn fertig soll das auslagern. Das habe ich jetzt gesagt, das macht er. Das heißt, ich muss in den Hubwagen einsteigen. Er hat einen Motor, seltsamerweise. Und schnell ist er auch. Gut, das macht, wie kriege ich den jetzt hoch? Schön, wenn da keine Betriebsanleitung ist. Ich kann ihn da nicht rausziehen. Wie kriegen Sie ihn jetzt hoch? Also mit N kriege ich ihn schon mal hoch. Das habe ich schon mal. Ich habe jetzt Steaks drin. Das dahinter sind das Hackfleisch. So, die Steaks habe ich jetzt. Den noch höher. Also ziehen ist schwierig. So, ich habe hier mein Trocknung, dass ich da rein muss. Hackfleisch wird gewürzt. Ist da richtig? Wenn ich rechts hin. Immer nach rechts, vielleicht stelle ich die da hin. Also. Es bleibt nicht richtig drauf liegen, seltsamerweise. Jetzt muss ich fragen, wie ich den runterkriege. Also, innen drauf bin ich schon mal. Nein, da bin ich falsch. Geht der nicht mehr da runter oder wie geht das jetzt oder was? Ja gut, ist automatisch runtergegangen. Ich weiß noch nicht, wo der richtig bin. Ich bin jetzt im. Ich muss natürlich das anmachen, ne? Rostdeck habe ich jetzt drin, ne? Habe ich jetzt reingetan. Ist aktiviert. Das macht er. Und ich habe jetzt Hackfleisch auch noch. Wie sollte da hinten Hackfleisch drin stehen? Ah, das war. Nee, das war das Schlachthaus. Da habe ich das reingebracht. Das ist fertig. Trocknung, da bin ich. Aber jetzt im Falschen, ne? Das ist die Schweinekeule. Sehe ich das richtig da hinten? Ich habe es im Falschen. Also solange ich den nicht der wieder hoch und runter mache. Ah. Mit jetzt geht es runter, aber ich muss ein bisschen länger drauf bleiben. Es reagiert sehr langsam. Also muss ich den jetzt gucken, den
hier rüberziehe. Ich bin im Falschen. Ich bin beim Schwein, eine Schweinekeule. Auch das Ding ist gewöhnungsbedürftig. Aber in dem Großen hier drin ist es noch schwieriger. Also es war so richtig. Der zieht er wieder runter. Gehen wir ganz runter. So. Jetzt dann drauf. Schlimm, wenn man nichts sieht hier. Ich möchte noch ein Leben setzen eigentlich. Da bin ich jetzt richtig. Macht er jetzt da was? Das ist jetzt die Trocknung. Ich habe doch was hingelegt. Er zeigt es aber nicht an. Wieso geht das dann nicht? Will ich das daneben hinlegen oder wie? Moment mal. Ach, ich muss das da reinstellen. Okay, das muss aber gesagt werden. Jetzt hat er's. Okay, das ist gut. Dann schauen wir, was er auf dem Plan hat. Da sind Schweineschinken. Ich habe gar kein Schwein drin. Hier sind wir noch falsch. Also er hat Rostig da oben drin stehen, gut. Das ist ein Fehler. Da hat ein Anzeigenfehler drin. Na gut. Also ich habe es gesehen, wie es funktioniert. Also ich werde jetzt noch ein paar rumschieben und dann melde ich mich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen da. Auf jeden Fall bleibt gesund, bis zum nächsten Video.